Willkommen zurück zu einer weiteren Folge StarCraft. So, wir sind ja jetzt hier stehen geblieben. Und jetzt können wir hier. Oh, Kerrigan, kann ich mit mir selbst ein Gespräch anfangen? Char scheint wie für den Schwarm gemacht. Okay. Gut. Nochmal Warfields Festung, neues Gespräch. Der Schwarm wächst wieder. Und jetzt zu dir, Warfield. Das Zurückerobern dieser Welt wird eurem Imperator eine Warnung sein. Okay. Denn ein Gespräch mit Zagara. Weißt du, warum ich dich in der Schlacht besiegt habe? Du warst stärker als ich. Nein. Dann schneller. Nein. Spiel nicht mit mir, meine Königin. Verrat mir dein Geheimnis. Sprich mit Abathur in der Evolutionsgrube. Er wird es mir sagen. Er wird dich weiterentwickeln. Geh. Okay. So, dann mit Isha. Isha, überall hier sehe ich Zeichen der alten Königin der Klingen. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum ich meine Truppen so lange hier auf Char zurückgehalten habe. Du hast die Zukunft erforscht, um Vorbereitungen für einen großen Krieg zu treffen. Welcher Krieg? Erzähl mir mehr. Du hast uns nichts Genaues erzählt. Du hattest eine Vision unserer vollständigen Vernichtung. Und du wolltest, dass wir bis zuletzt kämpfen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Okay, dann gehen wir mal in die Evolutionsgrube. Ein neues Gespräch mit Abathur. Erzähl mir von den Veränderungen, die du an Zagara vorgenommen hast. Brutmuttervorlage ermöglichte bereits Lösung komplexer Probleme. Lernen, Kontrolle über Brut, viele Schwerpunkte. Jetzt Muskeldichte hinzugefügt, Hirnmasse erweitert. Kann nun mehrere Szenarien erwägen. Kognitive Flexibilität. Vielleicht sollte ich das mit allen zukünftigen Brutmüttern machen. Erweiterte Hirnmasse für Brutmutterrolle im Schwarm nutzlos. Zusätzliche Masse benötigt zusätzliche Energie. Führt auch zu erhöhter Unabhängigkeit. Widerspricht Direktive. Zerg darf keine Gefahr für Anführerin von Schwarm darstellen. Die Zeiten ändern sich. Ich will, dass meine Diener so gefährlich sind wie nur möglich. Okay, und jetzt können wir auch noch den Erstling ein bisschen mutieren. Gut, ätzende Säure. Fügt dem Hauptziel 100% erhöhten Schaden zu. Und die Höhe des Flächenschadens bleibt unverändert. Überdruck. Flächenradius um 50% erhöht. Oh, cool. Bam. Und regenerative Säure. Zusätzlich zum normalen Schaden heilen Werfling-Explosionen in der Nähe befindliche verbündete Einheiten und Strukturen. Okay. Ja. Schwer. Ich denke mal, ich nehme am liebsten den Überdruck, weil mehr Detonationsfläche macht halt schon ein bisschen mehr Sinn. Dann räumen die halt auch richtig weit weg. Also Überdruck. Gut, dann wieder zurück. Jetzt können wir auch noch Kerrigan, also wählen Sie Kerrigans Fähigkeiten für die nächste Mission. Die können wir nämlich auch Dies ist deine persönliche Kammer. Hier kannst du deine Nervenbahnen fokussieren und deine aktiven Fähigkeiten ändern. Wenn du stärker wirst, erwachen in dir neue und mächtigere Fähigkeiten. Hier kannst du deine aktiven Fähigkeiten nach Belieben ändern. Gut. Wir haben hier einmal Kettenreaktion. Kerrigans Angriffe fügen ihrem normalen Schaden zu und springen dann auf weitere Gegner in der Nähe. Fügt bis zu vier zusätzlichen Zielen 10 Schaden zu. Oder heroische Stärke. Kerrigans Max-Trefferpunkte werden um 200 erhöht. Ihre Trefferpunktsregeneration um 100% erhöht. Ah, stimmt. Ich kann immer nur eins von beiden wählen. Ich denke mal hier nämlich Kettenreaktion, weil den zerquetschenden Griff, den nutze ich eher selten. Und die kinetische Welle sollte ich so lassen. Gut.
100 mehr Trefferpunkte plus 2 Schaden haben wir bekommen. Hier unten sieht man dann halt nochmal den Komplett Schaden und ähnliches. Und dann können wir auch schon zurück. Gut, dann ab in die Mission. Um das Plateau der Verwegenen zu erreichen, müssen wir mit dem Schwarm durch den Knochen graben. Die Terraner werden uns mit allem angreifen, was sie haben. Ja, gut, dann sollen sie kommen. Greifen wir gegen. Wir haben Berstlinge. So, Schwarmkönigin sind eine Bereicherung für jede Armee. Sie bieten zusätzlich Heilung, sind effektiv gegen Boden- und Luftziele und können Kriechertumore erschaffen. Ja, auch das wissen wir schon zu schätzen. Deswegen habe ich sie auch meistens immer mit bei. Sind, wie ich finde, die besten Einheiten hier. Dadurch, dass sie halt auch immer gleichzeitig noch heilen können. Das Einzige, was man auch sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Koop oder im Multiplayer-Modus spielt, da heilen die nicht automatisch. Bezüglich, da sind sie auch noch zuständig für Larven erschaffen. Also sprich, damit die Brutstätte mehr Larven fördert. Dauert das heute mal wieder länger mit dem Ladescreen? Schnapp dir einen Snickers. Bloß leider habe ich keinen. Ja. Na, heißt das hier noch Folgenstrecken, weil ich den Ladescreen nicht rausschneide. Ah, okay. Gut, jetzt geht's weiter. Der Knochengraben. Dies ist der einzige Weg zur terranischen Festung. Okay. Ich habe schon einmal versucht, meine Brut hier durchzubringen. Die Terraner haben daraufhin ihre Gorgonenkreuze herbeigerufen. Sie haben uns immer und immer wieder bombardiert. Meine Brut blutete und starb. Genau wie die Hoffnung, die Terraner von Char zu vertreiben. Warte mal, da sind Terrornester. Sie könnten einen Gorgonenkreuzer abschießen. Wir müssen sie nur wieder erwecken. Meine Königin, wir sollten einfach durch den Graben rennen und keine Zeit mit dem Kampf gegen die Gorgonenkreuzer verschwenden. Wenn wir die Terraner überraschen, schaffen wir es mit akzeptablen Verlusten hindurch. Und wenn nicht, stirbt der Schwarm. Du musst noch eine Sicht für die Dinge entwickeln, Zagara. Planung, Berechnung, Scharfsinn. Wir können diesen Kriechertumor benutzen, um einen weiteren Kriechertumor neben dem Terrornest zu erschaffen. Sobald es erwacht, ist Warfields Gorgonenkreuzer Geschichte. Na denn. Gut. Achso, kann er noch gar nicht. Dann machen wir erstmal. Meine Königin, General Warfield hat einen Gorgonenkreuzer angefordert. Er ist unterwegs zu unserem Schwarmcluster. Das Raumschiff ist riesig. Kein Wunder, dass Warfield nicht zwei gleichzeitig in den Knochengraben entsenden kann. Er braucht nur eines. Der Kriecher hat das erste Terrornest erreicht. Erwache! Vernichte den Kreuzer! Oha. Perfekt. Dies ist der Anfang vom Ende, Warfield. Das Terrornest hat seine gesamte Lebenskraft verbraucht, um den Gorgonenkreuzer auszuschalten. Wir haben noch mehr. Schnell, weitet Kriecher bis zum nächsten Nest aus. Okay, wo ist denn das nächste Nest? Ach, das ist da oben. Gut. Ich höre. Gehen wir erstmal hier runter.
Wir haben nicht viel Zeit. Ich habe gesehen, dass hier noch Ressourcen liegen. Diese Welt gehört mir. Flop, 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 flop. Der Schwarm schläft nie. Nee, das tut er wirklich nicht. Los jetzt. Was haben wir hier oben? Nichts stellt sich mir in den Weg. Okay. Gut. Du kannst mehr Overlords erschaffen, um deine Versorgung zu erhöhen. Ja, mach mal. Der Schwarm ist hungrig. Gut, ich habe schon gesehen in der Filmsequenz. Hier sind so ein paar kleinere. Brauchbare Stränge in Zerg-Biomasse entdeckt. Wertvolle Sequenzen. Beschaffen. Wird Königin der Klingen verbessern. Weiter vorrücken. Okay, was los haben wir jetzt. Denn hier unten noch? So. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts stellt sich mir in den Weg. So. Der Schwarm schläft weg nie. Mit dir. Los jetzt. Ah, Bärslinge und Zerklinge. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. Okay, die sind ein bisschen böse. Gut, solltest du erstmal zurückgehen. Lasst uns das hinter uns bringen. Oh, da hinten haben wir auch noch mal welche. Der Schwarm schläft nie. Ha. Wir haben nicht viel Zeit. Gut, dann den Kriechertumor erstmal weitersetzen. Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf! Jetzt schon. Wow. Ja. Los jetzt. Gut. Mach ich euch erstmal weg hier. Der braucht noch ein bisschen, bis er sich weiter ausbuddelt. Dann hole ich mir mal zwei Königinnen. Ein und ein. So, und dann hier natürlich. Zack. Einmal noch ein Vespingeisier. Einschnüdeln. Wie schnell ist das Ding denn? Okay, nicht wirklich schnell. Gut. Weg mit dir. Und das hat gereicht. Diese Welt gehört mir. Hui. Patz, patz, patz. Patz, patz, boings. Zwei weniger. Es kommen noch mehr. Verbreitet den Kriecher. Bin dabei, bin dabei. Okay. Los jetzt. Der Schwarm schläft nie. So. Um Vespingas mit maximaler Effizienz abzubauen, benötigt es 3 Drohnen pro Extraktor. Ja, bin dabei, bin dabei. So und so und so und so. Dann ein paar Zerklinge. Dann brauchen wir natürlich noch die Bärstlingkammer. Evolutionskammer. Die brauchen wir auch. Und da ich jetzt nicht weiß, ob wir angegriffen werden, machen wir hier nochmal 2 von den Türmchen. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ja. Gut, dann weiter mit dem Kriechtumor. Da hinten ist der nächste, den ich einsammeln soll. Dann gehen wir erstmal mit Kerrigan weiter. Was haben wir denn da? Diese Welt gehört mir. Keine Ahnung, was es war. Nichts stellt gemacht. Sich mir in den Weg. Wir haben nicht viel Zeit. So. Noch ein Stück weiter. Lasst uns das hinter uns bringen. Okay. Moderator Wisch. Los jetzt. Oh, 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 oh. Der Schwarm schläft nie. Ist auch auf Kriecher schneller, ja. Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Diese Welt gehört mir. So, und jetzt. Los jetzt.
nehme ich euch auseinander. So, mal runter hier. Wir haben nicht viel Zeit. Pieksen? Nochmal pieksen? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, wir werden also doch angegriffen. Gut, dass ich hier ein bisschen was hingestellt hatte. Denn die Forschung vorantreiben. Raus damit. So. Lasst uns das hinter uns auch bringen. Weg. Diese Welt gehört mir. Haben wir denn hier noch? Weiter vorrücken. Los jetzt. So. Plumps. Nichts stellt sich mir in den Weg. Okay. Jetzt schon mal Richtung Kriecher. Danke, Königin. Weitere Teile meiner Brut haben sich zwischen den Toten eingegraben. Ich will, dass du in der Nähe der Front bleibst, um dort weitere Kriechertumore zu erschaffen. Ich verstehe. Je mehr Tumore, desto schneller breitet sich Kriecher aus. Entsende deinen Gorgonenkreuzer! Vernichtet Kerrigan! Gut. Wir brauchen definitiv mehr Overlords. Jo, bin dabei. Landekapseln einsetzen! Was? Wo denn? Ich hoffe jetzt nicht bei mir. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh doch. Ich höre. Okay. Wo ist jetzt der Kriechtumor? Nichts stellt sich mir in den Weg. Und weiter geht's. Ja. Hui. Achtung, du kriegst Luftpost. Ein Gorgonenkreuzer weniger. Weiter so. Erweckt mehr Terrornester. Okay, fordert einen weiteren Gorgonenkreuzer an! Du hast meine Aufmerksamkeit. Gut, wir müssen mal weiter. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. Das nächste Terrornest ist da oben. So. Was jetzt? Und weiter. Oh, ein Tor. Wir haben nicht viel Zeit. Der Schwarm schläft nie. Los jetzt. Okay. Weiter vorbei. Abgeschlossen. Der muss weg. Der Schwarm schläft nie. Na los, holt euch die. Ja, ihr seid jetzt nur noch zu dritt. Los jetzt. So. Der letzte. Denn den Kriecher losmarschieren lassen. Dann brauchen wir mal wieder drei Drohnen. Und wieder ein paar Zerklinge. Dann noch mal ein paar davon. Ein bisschen blöd, dass er schon so weit ist, der Gorgonenkreuzer. Ich komme hier mit meinen Kriechern nicht wirklich hinterher. Ich höre. So. Der Schwarm schläft nie. Macht mal den Feuerfresser weg. Ha, ein Kriechtumor hier unten. Das ist natürlich sehr gut. Ah. Muss bis da hinten hin. Der Gorgonenkreuzer ist halt schon auf der Hälfte des Weges. Und mir fehlen halt auch noch immer noch die Zerg-Biomasse. Das wird nachher für die späteren Questen sehr, sehr wichtig. Hm. Was jetzt? So, sammelt euch erstmal hier. Lauft mal los hier. Mach auch in der Zeit immer mal neue. Drei Stück. Gott.
den da hin. Der braucht am kürzesten. Den auch schon mal weiter. So, dann nehmen wir einmal die gesamte Armee und laufen einmal nach hier runter. Weil irgendwo müssen die ganzen Sachen ja sein. Weiter vorrücken. Der Schwarm schläft nie. Okay. Los jetzt. Weiter, weiter, weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Hier sind auch noch mal welche. Nichts stellt sich mir in den... Was jetzt? Der Schwarm schläft nie. Okay, gehen Lasst wir mal uns hier das rauf. Hinter uns bringen. Mutation abgeschlossen. Okay. Der Gorgonenkreuzer hat den Schwarmcluster gleich erreicht. Wir brauchen noch ein Terrornest. Na, noch haben wir ein bisschen Zeit. Der Schwarm schläft nie. Aber Nichts hier ist stellt nicht sich das, was mir ich in den suche. Weg. Wir haben so ein Mist. So ein Mist. Gut. Weiter vorrücken. Geht erstmal hier hin. Du gehst mal nach da. Und du stellst dich jetzt da rein. Damit der. Das Terrornest aktiviert wird. So, dann neue Königin produzieren, Zerglinge neu erschaffen. Und da ist der Gorgonenkreuzer. Geschichte! Wir haben noch einen erwischt. Warfield, überlass diesen Planeten mir. Niemals, Kerrigan! General Warfield hat einen weiteren Gorgonenkreuzer in den Kampf beordert, meine Königin. In diesem Graben sind viele Knochen. Zergknochen. Auf ein paar mehr kommt es nicht an. Nicht viel Unsere Zeit. Schwarmcluster wird angegriffen. So. Nichts stellt sich mir in den Weg. Seh schon. Wir haben nicht viel Zeit. Diese Welt gehört mir. Gut. Unsere Streitkräfte mehr. Werden angegriffen. So, du einmal nach unten und du einmal nach hier oben irgendwo hin. Dahin. So. Nichts stellt sich mir. Gehen wir erstmal nach unten. Dann müssen wir den Gorgonenkreuzer irgendwie aufhalten. Der so, Schwarm weiter, weiter, weiter. Nie. Hä? Nichts stellt sich mir in den Weg. Irgendein Bulldozer? Wir haben nicht Keine viel Ahnung. Zeit. Los jetzt. Was mit dem ist? Diese so, Welt gehört weiter. Mir. Weiter vorrücken. Lasst Gut. uns das hinter uns bringen. Mutation. Ab unsere Streitkräfte. Nach hier. Angegriffen. Einmal hier hoch. Flupp die. Okay, passt. Da ist der Gorgonenkreuzer. Der Schwarm ist hungrig. Dass der mich Diese jetzt Welt angreift. Gehört mir. Was haben wir denn hier? Los jetzt. Ein Gebäude. Weiter vorrücken. Ah, hier ist noch ein Terrornest. Sehr schön, nehmen wir dann auch gleich. Nichts stellt sich mir in den Weg. Haben wir ja dann auch soweit frei. Gut. Unsere Streitkräfte sollten sich von den Kreuzern fernhalten. Nur unsere Terrornester können sie vernichten. Jo, Zagara. Aber den lassen wir noch mal ein bisschen laufen. Oh oh. Okay, war jetzt nicht so schlimm. Wir haben den noch behalten. Ich höre. Oh. Diese Welt gehört mir.
Wo ist denn die Zerg-Biomasse? Die muss ja irgendwo sein. Wir haben nicht viel Zeit. Ah! Los jetzt! Ich hab welche gefunden. Dann fehlt noch eine. Weiter vorrücken. So. Nichts stellt sich mir in den Weg. Lasst uns das hinter uns bringen. Einmal hier weiter reinrennen. Der Schwarm schläft nie. Warum eigentlich recht viele Königin? So. Räumen wir hier mal richtig um. Los jetzt. Der Gorgonenkreuzer hat den Schwarmcluster gleich erreicht. Wir brauchen noch ein Terrornest. Okay. Der Schwarm schläft nie. Ich glaube, ich nehme jetzt gerade deine Basis schon vorher auseinander. Kann das sein? Kann ich dich direkt da reinsetzen dann? Ja. Gut. Also passt das. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, machen wir nochmal 4 davon. Nochmal ein paar davon. Und euch lassen wir alle morphen. Gut, hier unten ist dann halt noch ein Terrornest. Sollte ich den aktivieren? Gut. Nichts stellt sich mir in den Weg. Und gleich weg mit dir. Gut. Verdammt! Dafür werden sie bezahlen, Kerrigan! Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf! Los jetzt! Gut, einmal hier hoch. Gas geben. In der Zeit kannst du nämlich hier runter, weil hier ist die Basis ja auch weg. Ja. So, let's go. Einmal wenn hier. Gut. Hat der den schon wieder weggemacht? Also das gibt's aber nicht. Ach Mensch. So, jetzt ab. Dann einmal. Komm, die mache ich mir hier mal auf Schnelltaste. Damit ich hier mal ein bisschen schneller nachproduzieren kann. So, und du lauf weiter runter. Jupp. Wer hat dich gefragt? Ja, ich mich selbst. Wir haben nicht viel Zeit. Gut, dann gucken wir jetzt hier oben nochmal nach. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wo muss doch das... Ah, ich habe es gefunden. Genau, das habe ich gesucht. Weil das ist das Letzte, was wir brauchen. Der Schwarm schläft nie. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, bis ungefähr da rein müsste ich dann mit dem Kriechtumor. Wer hat dich gefragt? So, alle mal raus. Dann räumen wir Kerrigan persönlich. Einmal bitte hier rein. Biomasse erhalten. Gute Sequenzen. Okay. Und ab und rein da mit dir. Dann startet er bestimmt gleich den nächsten. Das wäre dann Nummer 6. Und Nummer 7 ist im Anmarsch. Okay. Schickt eine Einsatztruppe zu dem Terrornest, bevor die Zerg es aktivieren. Ein Gorgonenkreuzer weniger. Weiter so. Erweckt mehr Terrornester. Gut, dann ich mal weiter habe runter. Diesen Planeten im Namen der Terranischen Liga erobert. Ich werde ihn nicht verlieren. Oh, das glaube ich schon. Das ist dein letzter Gorgonenkreuzer, oder? Erschöpft. So. Der Schwarm ist hungrig. Hast du hier oben vielleicht noch was hingestellt? Oh, sieht nicht danach aus, deswegen
tackern wir hier einmal was hin. Na, gib's mir. Fluppdi, fluppdi, flupp. So, du darfst noch dahin und. Ja, ihr geht mal kurz beiseite, damit ich hier besser rankomme. Und du gehst jetzt gleich ins letzte Nest. Game over, Warfield. Mineralienfeld erschöpft. Hui! Rückzug! An alle Streitkräfte der Liga im Knochengraben! Zurückziehen! Wir haben die Kontrolle verloren! Kerrigan! Warfield hier! Ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich habe eine Nachricht für Sie. Bringen Sie alles mit, was Sie haben. Kommen Sie mit Ihrem gesamten Schwarm. Ich will nicht noch Nachzügler jagen müssen, wenn wir Ihre Hauptstreitmacht vernichtet haben. Wir sehen uns auf dem Plateau der Verwegenen, alter Mann. Okay. Das war so im Ganzen die Mission. Ich hoffe, ein kurzer Ladescreen. Okay, wohl doch nicht. Ah, jetzt. Ich spüre den Hass meiner Königin. Er brennt wie ein Stern. Doch darunter verbirgt sich etwas, das ich nicht verstehe. Das ist Schmerz, Isha. Manchmal kann mich nicht einmal mein Hass vor Erinnerungen schützen. An einen Feind, der dich verletzte? Nein. Erinnerungen an bessere Zeiten. An einen Freund, der jetzt verloren ist. Du bist stärker geworden, meine Königin. Neue Fähigkeiten sind jetzt in deiner Kammer verfügbar. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Also, bis dann.